Hallo und willkommen zu dem Video. In diesem Video möchte ich mal zeigen, wie man ein installiertes Windows 8 oder 8.1 auf einem Notebook oder auf einem normalen PC ohne zusätzliche Software nur mit diesem Windows auf eine SSD klont. Viele haben ja noch einen PC mit so einer guten alten 3,5 Zoll Festplatte, sehr groß, sehr schwer und auch sehr langsam. Oder dann ein Notebook mit so einer 2,5 Zoll konventionellen Festplatte. Die sind natürlich ein bisschen kleiner, aber auch nicht viel schneller. Und wenn man das Ganze beschleunigen will, geht es halt hier mit einer SSD. Und die möchte man ja einbauen, am besten ohne Datenverlust und auch ohne das Windows 8 neu zu installieren. Und man kann das Windows 8.1 auf diese SSD klonen, ohne Zusatzsoftware, einfach nur aus dieser Installation heraus. Also Microsoft liefert da alle Programme schon mit. Die einzigen Sachen, die wir dazu brauchen, ist natürlich einmal die SSD, dann die Windows-CD, die beim System dabei war, oder auch der USB-Stick. Und wenn die CD nicht mehr vorhanden ist, dann kann man sich auch eine mit dem Windows erstellen. Und zu guter Letzt noch eine, am besten externe Festplatte, die man am besten per USB anschließen kann. Die muss noch nicht mal komplett leer sein. Hauptsache, es ist so viel Platz drauf, dass das System, also die alte Platte, drauf passt. Zuerst schließt man mal diese externe Platte hier an den PC an. Die externe Platte wird jetzt hier unten angezeigt als Laufwerk E. Die ist komplett frei, muss er wie gesagt nicht. Hauptsache, es ist so viel frei, dass unser Laufwerk C hier drauf passt. Als nächstes öffnet man hier unten die Systemsteuerung. Das ist dann dieses hier. In der Systemsteuerung klickt man hier oben auf System und Sicherheit. Und dann kriegt man verschiedene Optionen angezeigt und wählt dann hier diese aus Dateiversionsverlauf und klickt hier oben auf das Wort Dateiversionsverlauf. Also nochmal, man ist in der Systemsteuerung, System und Sicherheit, Dateiversionsverlauf. Das muss oben hier in der Statuszeile stehen. Unten links hier steht dann das Wort Systemabbild Sicherung und da klicken wir drauf. Ist ein bisschen versteckt. Dann erscheint dieses Fenster hier und hier steht dann oben wieder System Image erstellen. Das hört sich schon viel mehr nach Klonen an. Also Microsoft versteckt die Funktionen von Windows 8 sehr gut, benennt die auch immer mal regelmäßig um innerhalb der Menüs. Das ist nicht sehr schön gemacht, da braucht man wirklich ein Video, um sich da zurechtzufinden. Und hier steht jetzt ganz einwandfrei drin, dass man System Image erstellen kann auf diesem Datenträger, auf unserer USB-Platte. Die hat es auch direkt angezeigt hier und auch vorgeschlagen. Und schreibt auch noch dazu, es ist nicht möglich, einzelne Elemente zur Wiederherstellung auszuwählen. Das ist ja prima, das ist nichts anderes als Klonen. Nur, dass das Wort Klonen hier nicht benutzt wird. Und da klickt man unten auf Weiter. Hier wird jetzt angezeigt, welche Laufwerke gesichert werden. Es ist einmal dieses Systemlaufwerk, davon bootet Windows und hier unten nochmal C-System. Also alle Partitionen, die auf unserer alten Festplatte liegen, werden jetzt hier auf das USB-Laufwerk zwischengesichert und da klickt man hier unten auf Sicherung starten. Jetzt kopiert er hier die Daten von Laufwerk C auf diese USB-Platte und wie man sieht, geht das auch relativ zügig. Die Platte C ist in dem Fall nicht so groß. Wenn eure größer ist, dauert es natürlich entsprechend länger. Das dauert hier erfahrungsgemäß so zwischen 10 Minuten und vielleicht auch 1-2 Stunden, je nachdem wie groß die Platte ist. Die Sicherung wurde erfolgreich abgeschlossen, kann man jetzt hier auf Schließen klicken. Man kann sich jetzt hier mal anschauen, was er auf der USB-Platte erstellt hat, und zwar einen Ordner Windows Image Backup, dann den Namen des PCs, Besitzer PC und dann jetzt hier richtig Backup 2015-05-02 und dahinter nochmal, ist vielleicht eine Uhrzeit oder so. Und in diesem Ordner sind jede Menge kryptische Dateien drin, was anderes muss es auch nicht sein. Eine davon hat ungefähr 18 GB, das ist auch okay. Das könnte so dem Inhalt der Platte entsprechen. Und wenn man sich den Ordner mal anzeigen lässt in den Eigenschaften, in der Summe dann 17 GB, das ist ungefähr so der belegte Platz von dieser Partition jetzt. Wenn ihr jetzt eure CD, eure Windows-CD zur Hand habt oder euren USB-Stick, wo Windows auch drauf ist, Windows 8, dann könnt ihr den nächsten Schritt überspringen und man kann direkt die Platten umbauen.
wenn man jetzt kein Bootmedium hat, wie die Original-CD oder hier so ein USB-Stick oder sich vorher irgendwann mal einen Recovery-Stick erstellt hat, dann können wir das jetzt hier machen. Hier muss man jetzt unterscheiden zwischen Windows 8 und Windows 8.1. Windows 8 hat ein Programm dabei, das nennt sich RecDisk.exe. Mit dem kann man, wenn man es aufruft, eine Notfall-CD erstellen. Da legt man eine leere CD ein und hat dann Notfalldatenträger, ähnlich dem Originaldatenträger, mit dem man das Image, was wir eben auf die USB-Platte kopiert haben, zurückkopieren kann. Wenn man Windows 8.1 hat, gibt es dieses Programm hier oben nicht mehr. Dann gibt es ein Programm, das nennt sich Recovery Drive. Das sucht man, ruft es auf und kann dann sich einen USB-Stick erstellen. Das ist natürlich auch deutlich zeitgemäßer und eigentlich hat jeder auch nur noch Windows 8.1. In der Windows-Suche kann man hier oben Recovery Drive eingeben und kriegt dann hier dieses kleine Symbol und das Programm angezeigt und das startet man einfach, indem man draufklickt. Da steckt man jetzt einen leeren USB-Stick in den USB-Port rein. Der muss leer sein und wenn er nicht leer ist, dann wird er hier von dem Programm formatiert auf jeden Fall und klickt hier unten dann auf Weiter. Jetzt versucht er das Wiederherstellungslaufwerk zu erstellen, von dem wir gleich booten können. Hat jetzt den Datenträger eh gefunden. Das ist okay. Weiter einmal hier unten. Gibt noch eine Warnung, dass er jetzt hier alles löscht. Das kann er ruhig tun. Und jetzt kopiert er ein Notfall-Boot-System, mit dem wir auch die Platte klonen können, auf diesen USB-Stick drauf. Jetzt ist Windows fertig mit dem Herstellen des Laufwerks. Klickt man auf Fertigstellen und dann kann man sich hier mal angucken, was da so drauf ist auf dem USB-Stick, den wir eben reingesteckt haben. Und das sind Bootdateien von Windows 8.1 oder Windows 8 dann, Boot, EFI, Sources. So sieht auch die Original-CD aus. Von dem Stick können wir jetzt booten und die Daten auf die SSD kopieren. Jetzt ist also der Zeitpunkt gekommen, den Rechner runterzufahren oder das Notebook und die SSD einzubauen. Die SSD ist jetzt eingebaut. Das ist die alte Platte von dem System. Die CD brauche ich nicht. Ich habe eben jetzt den USB-Stick, der eben erstellt wurde, reingesteckt. Dann ist hier die externe Platte, auf der das Image ist, was wir jetzt zurückspielen wollen auf die SSD, ist angeschlossen. Jetzt schaltet man das System ein und bootet von diesem USB-Stick. Nach dem Einschalten von Notebook oder PC kann man bei den allermeisten Geräten ein Bootmenü aufrufen. Meistens über die Tasten F12 oder manchmal F11, F10, F2. Das hängt immer vom Gerät ab. Meistens ist es aber F12. Teilweise muss man auch ins BIOS gehen, um dann wieder von der entsprechenden Platte zu booten. Aber hier bekommt man so ein Bootmenü angezeigt und hier kann man es jetzt aussuchen, von was man bootet. Hier dieses AS Media ist die externe USB-3-Platte. Von der kann man jetzt nicht booten, da liegen nur die Sicherungen drauf. Wir booten jetzt hier von diesem Kingston Data Traveler. Das ist der Stick mit dem Windows 8 Bootmenü drauf. So sieht das jetzt aus, wenn man von diesem USB-Stick gebootet hat. Da klickt man hier auf Deutsch als Tastaturlayout. Dann PC ausschalten natürlich nicht, sondern Problembehandlung. Dann geht es weiter hier unten mit den erweiterten Optionen. Diese ersten beiden Punkte können wir nicht benutzen. Und jetzt gibt es hier die Möglichkeit, System wiederherstellen. Nein, System Image Wiederherstellung, ja. Wir wollen das Image von dieser USB-Platte zurückkopieren auf die SSD. Und dann kriegt man hier das Menü angezeigt. Windows hat jetzt hier automatisch die 500 GB USB-3-Platte gefunden und zeigt auch dann dieses Systemabbild an, was da drauf ist. Es ist ja nur eins drauf. Hier könnte man sich noch ein anderes aussuchen, wenn man verschiedene hätte. Wenn jetzt hier nichts angezeigt wird, keine USB-Platte oder eine Fehlermeldung kommt, einfach nochmal ohne USB-Platte booten und die USB-Platte nach dem Booten dran stecken, dann wird es hier auch richtig angezeigt. Hier dann auf Weiter. Jetzt gibt es hier einige Optionen, aber die braucht man alle gar nicht. Es ist ja nur ein Abbild drauf, nur eine Festplatte drin. Da klickt man hier unten auf Weiter. Und jetzt zeigt er auch an, dieses Abbild mit den Daten, das wir heute erstellt haben, Besitzer PC, alles richtig fertigstellen. Jetzt wird der Datenträger, also die SSD, formatiert und wollen Sie wirklich weitermachen? Ja. Und dann geht's los. Jetzt kopiert er von der USB-Platte auf die SSD drauf. Hier sieht man jetzt an der USB-Platte das Licht und sieht, dass sie die Daten zurückkopiert. Jetzt ist er fertig und möchte auch bei der Gelegenheit automatisch neu starten.
Kann man auch machen, ist immer gut, wenn man dabei bleibt, dann kann man sich vergewissern, dass er auf dem richtigen Medium startet. Ja, jetzt ist es fertig, es ist schon alles passiert. Die Platte wurde geklont von Windows 8.1 selbst über diesen kleinen Umweg der externen Platte, die aber wahrscheinlich eh jeder hat, und es funktioniert direkt ohne weiteres Zutun. Wie man hier sieht, ist es alles noch da, alle Programme sind noch da oder wieder da, wie man es nennen mag. Die Samsung normale Festplatte ist ausgebaut, die SSD ist eingebaut, das kann man sich hier mal anschauen. Da zeigt Windows jetzt richtig diese Vertex 3 SSD-Platte an und funktioniert einwandfrei damit. Man braucht auch nichts mehr einstellen hier im Gerätemanager, keine Treiber mehr installieren. Das hat einwandfrei geklappt. Die Datenträgerverwaltung kann man hier aufrufen und sieht hier dann auch diese beiden Partitionen wieder, die Windows automatisch dann erstellt hat. Und hier hinten ist noch ein Teilbereich frei. Das ist ja meistens der Fall auf der neuen SSD. Und jetzt kann man hier mit der rechten Maustaste auf dieses Laufwerk C klicken, um das zu vergrößern. Klickt hier auf Volumen erweitern. Dann willkommen erstmal wie immer. Ja, fertigstellen. Und jetzt hat Windows auch dieses Laufwerk C auf den kompletten Bereich der SSD erweitert. Auch das ist nur eine Sache von Sekunden, wie man gesehen hat, und es überrascht, aber es funktioniert einwandfrei mit Windows-Bordmitteln und auch von Microsoft. In dem Video habt ihr jetzt also gesehen, wie man Windows 8.1 oder Windows 8 klont mit den Microsoft Windows 8 Bordmitteln, auch ohne zusätzliche Software. Da gibt es natürlich viele, die sagen, okay, wow, das hat aber doch länger gedauert als gedacht, ganz schön kompliziert mit USB-Stick oder sowas. Aber im Nachhinein ist es das eigentlich nicht, weil viele, die vielleicht schon mal versucht haben, mit Linux eine Platte zu klonen, mit Clonezilla oder ähnlichen, die wissen, was das bedeutet, wenn man da seitenweise Fehlermeldungen auf Englisch bekommt, die es hier gar nicht gab. Hier war alles auf Deutsch, es war alles auch relativ gut erklärt mit Mauszeiger. Das hat man bei Linux dann gar nicht. Viele, die es schon mal mit Linux probiert haben, die kennen eben Clonezilla oder Gparted. Da kopiert man stundenlang Festplatten hin und her, baut die dann ein und dann startet Windows, wenn es überhaupt startet, mit einer Fehlermeldung, findet keine Treiber, vermisst dieses oder jenes oder dann ist die Partition zu klein und das macht alles keinen Spaß. Also wenn man Windows 8 oder 8.1 hat, geht das so wirklich am allerbesten. Mit einem total super Ergebnis, was man jetzt hier auch sieht. Auch Windows bemerkelt nichts, findet keine neuen Sachen, beschwert sich auch nicht wegen der Aktivierung oder sowas. Das ist nicht selbstverständlich. Es gibt natürlich auch jede Menge professionelle Programme, die man sich kaufen kann zum Klonen von Festplatten. Die sind teilweise natürlich flexibler, aber die muss man natürlich auch erstmal bezahlen. Teilweise wollen die Hersteller das nur noch als Abo verkaufen mittlerweile. Teilweise sind es eingeschränkte Versionen, also für 50 € kann man nur das eine machen und wenn man das andere machen will, muss man noch mal ein bisschen drauf bezahlen. Es gibt viel Freeware im Netz, das taugt auch alles vieles nichts davon, also nicht so besonders doll. Und diese Möglichkeit hier ist wirklich 100% zufriedenstellend.